Servus Leute, oder auf Russisch auch, Privet Narod. Heute präsentiere ich euch drei top russische Charaktere in Anime-Serien. Dann würde ich mal sagen: Wer trat 1999 zurück und überließ Wladimir Putin die Macht? Wodka Gorbatschow. So, Palischenko ist die Tochter von Mikhail Palischenko, einem Wissenschaftler, der Bauingenieurswesen studierte. Über die Person selbst zu reden, ist hier in diesem Video meiner Meinung nach nicht so wichtig. In Vladivostok geboren ist So ein willensstarkes, ruhiges und zurückhaltendes Mädchen, das gerne fotografiert und ihre Kamera überall hin mitnimmt. Ja Leute, dann fragt ihr euch sicherlich, was hat diese Person in dieser Liste zu suchen? Naja, ich würde sagen, nicht jeder hat die Fähigkeit, Panzerabwehrgewehre zu materialisieren, oder? Sie ist in der Lage, das Gewehr PTRD 41 und 6 entsprechenden 14,5 x 114 mm Patronen bei jeder Aktivierung ihrer Fähigkeit zu materialisieren. Aber nicht nur ihre Fähigkeit, sondern ihre Vergangenheit, ihre Familie und ihre jetzige Situation mit Und hey, werden meiner Meinung nach dem Zuschauer sehr interessant vermittelt und ist in der zweiten Staffel von Darker Than Black auf gar keinen Fall eine hinterhergefallene Nebenfigur. Außerdem arbeitet sie jetzt mit Hey zusammen als Auftraggeber für verschiedene Organisationen zusammen, wie unter anderem dem CIA. Wenn ihr Bock auf Science-Fiction, Mystery, Thriller und Action habt, empfehle ich euch, mit Darker Than Black anzufangen. Entweder nachdem alle Tuaru Mayotsuno Index gesehen haben oder etwas von der Moskauer Kathedrale gehört hat, wird man die russisch-orthodoxe Kirche sicher mal irgendwo gehört haben. Der nächste Charakter, um welchen es geht, ist das Mädchen Sascha Kreuzev aus der eben genannten Anime-Serie. Sascha tritt zum ersten Mal auf die Bühne so ab der 15. Folge während des Angel Fall Arcs. Aber wartet mal Leute, ist das nicht Misha und nicht Sascha? Oder ist Misha Sascha? Sascha ist Misha? Keine Ahnung, ey. Na, ich möchte da euch wirklich nicht zu viel spoilern, wer jetzt wer ist und warum die eine Person so genannt wird und die andere so, ist egal. Misha bzw. Sascha trägt eine große Anzahl einzigartiger magischer Waffen um sich herum, von Hämmern bis zu Särgen. Auch wenn ihr jetzt denkt, dass man mit ihr nicht gemütlich Kuchen essen kann, wissen wir aber von der Light Novel auch, dass sie auch eine begeisterte Trinkerin sein soll und auch nichts dagegen hat, einen Brandy zur Abendszeit zu genießen. Also kurz gesagt, ist blond, trinkt Alkohol und besitzt die magischen Fähigkeiten, die aus Folterwerkzeugen besteht. Also alles, was man sich für eine kleine Russin vorstellt. Bei einer Flasche Wodka Gorbatschow würde ich gerne wissen, wer zuerst klein beigibt. Are you playing those video games again? Leute, komm, vergessen wir, was ich gerade gesagt habe. Kommen wir einfach zum nächsten Charakter, okay? Blondes Haar, check. Blaue Augen, check. Wenn Blicke töten könnten, check. Jupp, so stelle ich mir eine Ex-Elite-Einheitführerin der sowjetischen Armee vor. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte Balalaika ihren militärischen Rang verloren und hat sich dazu entschieden, in der Gangsterstadt Rwanapur von neu anzufangen. Zusammen mit ihren ehemaligen Kameraden betreibt sie die russische Mafia namens Hotel Moskau und hat in der ganzen Stadt schon einen großen Einfluss. Natürlich darf man nicht vergessen, umso mehr Macht man hat, umso mehr Feinde tauchen wie Kakerlaken auf, welche man beseitigen muss. Da sie auch, wie schon vorher erwähnt, einige ehemalige Soldaten der sowjetischen Armee um sich hat, ist das wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Balalaika mehr in Rwanapur zu sagen hat, als andere ansässige Gangsterbosse und Clans. Aber da fragt ihr euch sicherlich, warum ist diese Person in dieser Liste? Also als Traumfrau kann man sie jetzt nicht direkt bezeichnen.
Naja Leute, ich bin schon ein kleiner Fan von der Serie Black Lagoon und schon nach dem ersten Erscheinen der russischen Mafia Hotel Moskau wusste ich, dass dank dieser neuen Charaktere, die ins Spiel kommen, wird die Serie noch interessanter und genau das ist passiert. Ihr echter Name ist eigentlich Vladi Lena. Dieser ist angelehnt an Wladimir Lenin. Jetzt seid ihr gefragt, was ist eure Top-Ruskaya Charaktere in Anime? Тогда, пожалуйста, напишите внизу в комментарский сектор. Dann würde ich sagen,